diesen ganzen Geschwafel. Ah ja, es hat ja jetzt sehr lange gedauert. So, das heißt, wir sind jetzt so offiziell fertig. Ja, so würde ich das jetzt auch nennen. Gucken wir mal, was es noch so gibt. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz nochmal in die noch einmal in den Kriegsrat. Müssen wir eigentlich schon mal mit Sachen fertig sein. Das wechseln wir dann alles hier um. So, Pflicht, halt gesehen. Geht es euch gut, Liliana? Ach, geht es euch etwa gut? Nicht wirklich. Haven war hart. Madame Botschafter, mit Worten kann ich meiner Dankbarkeit für eure großzügige Gastfreundschaft in der Himmelsfeste keinen Ausdruck verleihen. Nach den Ereignissen in Haven kann man das Reich nicht mehr bereisen, ohne überall das Wort Inquisition zu hören. Ich kann es kaum erwarten, endlich Tatsachen zu erfahren und etwas Licht in die wilden Gerüchte zu bringen, die überall zu hören sind. Ich bin ebenso betrübt, wie ihr über die feigen Mofort Justina der Fünften, war die Beste unter uns. Es schmerzt mich, dass andere ihr Vermächtnis so besudeln. Ich reise bald nach Valforet und werde dafür sorgen, dass meine Cousins halt in dieser Angelegenheit erfahren. Grüße kommt Renat Morea. Wir dürfen die Ausbildung unserer Soldaten nicht vernachlässigen. Dasselbe gilt auch für die Straßen. Unsere Verbündeten können wohl schlecht denselben Weg durch die Berge nehmen wie wir. Darf ich vielleicht auch ausreden? Dankeschön. Und da er hier war, sollten wir mit den Adligen sprechen, mit denen es gesehen wurde und es alle wissen lassen. Ja, da macht es mal. Wir stehen euch zu Diensten. Da weiß ich schon mal, dass das schon mal. Gut, Liliana ist jetzt auch fertig und Kallen auch. Dann können wir ja mal quasi nochmal einen Abstecher machen. Spezialisierung der Inquisition. Ich kann zwar für die Ausbildung unserer Rekruten garantieren, aber sollte der Inquisition tatsächlich von einem trainiert werden? Es ist schließlich eine Lichtgestalt, die in den allen Hoffnungen stecken soll. Insofern halte ich die Berufung einer Spezialisten aus unseren eigenen Reihen für ungenügend. Bei allem Respekt vor unseren Leuten, die Bedürfnisse des Herolds sind derart spitzig, dass ich zur Verpflichtung der besten Kampfspezialisten rate, die wir auftreiben können, abhängig von ihren Gesinnungen. Sir Morris, Quartiermeister. Komm, ich bin dagegen, aber das tut nichts zur Sache. Ihr bekommt die Besten der Besten. Wir haben die Besten der Besten hier versammelt. Das Training mit den Spezialisten wird gewährleisten, dass die Fähigkeiten des Inquisitors nicht leiden. Gut, dann habe ich das auch gemacht. Dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Gerüchte der Medikal. Haben Gerüchte gehört, Blutmarke im Vandalenwald, die Inquisitor befähigt die Templer oder nicht? Es ist eure Pflicht, etwas zu unternehmen. Tom Fischer, Inhaber von Textilien. Am Ende des Briefes findet ihr folgende Notiz. Kallen, ich habe zahlreiche Beschwerden verschiedener Händler erhalten. Keiner von ihnen konnte diese belegen. Eine wichtige Handelsroute zwischen denen und den folgenden Aramanfielen führt durch diese Region. Der Aal von Aramanfielen würde gewiss erfreut, wenn unsere Tempel der Sache nachgehen. Blutmarke
erfordert eine schnelle und entschlossene Reaktion. Überlasst die Angelegenheit unseren Templern. Auf geht's. Nun denn. Mach einen kurzen Prozess mit ihnen. So, die Venatorienmarke, die den Sturmborn in den Rechtschiff angegriffen haben, hat uns wertvolle Informationen darüber geliefert, wie die Venatüre in den ausländischen Magier Sache konnten. Er erwähnte dabei speziell einen Spion innerhalb des verräterischen Adels, der bei der Magier in Rechtschiff Vorarbeit für die Venatüre geleistet hat. Als Al-Wulf hat sich offenbar in guter Absicht mit dem Venatüre verbündet. Er war der Überzeugung, der aufständischen Magier würden sich nach der Winde zurückziehen, wo sie sich Leben führen konnten, während ihr Abzug gleichzeitig Verräten wieder verräten und Stabilität brächte. Ich habe niemanden außerhalb des Inquisition über diese Angelegenheit informiert. Was wir aus dieser Information anfangen, ist allein eure Entscheidung, Schwester Diana. Der Al weiß nicht, was wir wissen. Er könnte im guten Glauben Fehlinformationen weitergeben. Ja, dann mach du das mal. Inquisitor. Dann dauert das schon ein bisschen länger. So. Würde ich mal sagen. Ach, das sind diese drei Ausbilder. So, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bei den nächsten Folgen geht es dann mit dem anderen Charakter weiter. Es kann auch mal sein, dass noch eine Zwischenfolge kommt. Wenn ich diese Folgen quasi nochmal auf Reihe halber. Also, dann sehen wir uns dann in den nächsten Folgen wieder. Bis dann.